the favorite for this race. Feeling flame. Oh mein Gott, was ist das denn für ein Hübschtier? Der links. Oh mein Gott, ist der schön. Ich habe das Gefühl, hier gibt es nochmal andere Farbzusammenstellungen als auf der Playsy. Leute, herzlich willkommen zurück zu Pickpox Rival Stars Horse Racing in der Desktop Edition. Es kommt jetzt am 24. Juni raus. Ich kann euch aktuell noch keinen Preis sagen. Ich denke aber, dass er sich wahrscheinlich so um die 20 Euro belaufen wird, denn so um den Dreh bewegt sich auch die Version für die PlayStation 4, die wir ja hier schon durchgespielt haben. Auf der PC-Version gibt es aber das ein oder andere, was man aus der Handy-Version kennt. Und ich hoffe, dass die Desktop-Edition genau das gleiche ist wie am Handy, einfach nur grafisch für den PC optimiert. Und eben der Pferdeerstellmodus ist noch dabei von der PlayStation 4, das habe ich schon gesehen. Dafür kommen aber aus der Handy-App die Fohlen dazu und die Ausrüstung habe ich auch schon gesehen. Deswegen bin ich jetzt sehr gespannt. Ich hoffe einfach, dass es ein Best of Both Versions ist. Das wäre mega. An dieser Stelle auch noch ein herzliches Dankeschön an Pickpock. Mit denen habe ich auch noch ein Gewinnspiel für euch in petto. Ja, denn wir haben es geschafft. Wir haben die 20.000 Abonnenten geknackt hier auf YouTube. Und als Dankeschön möchte ich gerne eine Version an euch verlosen. Da ich aber diese Woche zeitlich ziemlich knapp bin, werde ich das Gewinnspiel dazu erst zum Ende der Woche hin in einem Video erklären und sagen, wie ich das mache. Werde mir bis dahin noch was überlegen und dann werde ich auch sagen, wie das Ganze ablaufen wird und wie lange das geht. So, die ersten beiden Folgen werden jetzt wahrscheinlich ziemlich kurz werden, damit wir es irgendwie hinbekommen. Ich möchte gerne jetzt eben heute am Dienstag und am Mittwoch auch noch eine Folge bringen und jetzt den Dienstag bin ich den ganzen Tag verhindert, von daher hauen wir rein, neues Spiel. Gespielt werden kann das Ganze übrigens mit der Tastatur und mit dem Controller, wenn ihr einen habt. Beides möglich. Auf Steam Cloud hochgeladen oder nur auf diesem Computer zugänglich. Boah, ich glaube, ich würde es auf die Steam Cloud hochladen, dass ich das auch woanders spielen könnte quasi. So, und ich mache die Musik, glaube ich, leiser. Ich werde generell meinen Sound am PC ein bisschen lauter machen, aber die Musik werde ich runterschrauben bis auf 30%, glaube ich. So, Grafik, jo, das passt alles soweit. Alles auf volle Pulle. 4K, ach, es ist einfach, es sieht so herrlich aus, wenn man das hier in 4K spielt. Ich bin jetzt schon begeistert. Kann ich hier... Okay, nee, also ich kann mich jetzt noch nicht umbenennen. Wir haben hier Schnellrennen. Klar, der Modus, wo wir uns einfach ein Pferd aussuchen. Wir haben das Mehrspielerrennen. Wettparty, das kennen wir alles auch in der PlayStation. Das Kreationszentrum, wo wir eben eigene Pferde erstellen können, kenne ich auch schon von der PlayStation. Deswegen gucken wir in den Story-Modus rein, denn das interessiert mich jetzt, wie das auf dem PC denn dann abläuft. So. Destiny's Dream is off to a good start. Beauty's Suspicion right up there with the leader. Nocturnal Rider in second position. Just in front of Free Dancer, Ocean's Wind. Next, feeling the pressure from Tricky Dazzler. Nocturnal Rider in second spot. So, da sind wir und es ist einfach mega laut. Ich muss es hier bei mir am PC, glaube ich, runterstellen. Das bringt aber nichts. So, A und D, da kann ich mich bewegen mit. Nur mache ich, glaube ich, gerade nichts. Ah, jetzt. Ich habe hier ein sehr hübsches Pferd. Leertaste zum Sprinten. Sehr schönes Pferd hier direkt. Und ich bin direkt mal wieder weg. Finishing on a high note. That's what the paper said of your grandfather's final victory. And it was well deserved. But I was there. I knew the reason he did it was for the thrill, the sport, and especially family. Your father was already comfortable
in his own saddle and making a name for himself. But when your proud grandfather strolled on the stage, leaving him alone in the sun, oh, he took off like an untamed wind. But then, of course, you know how hard it was on the family. But your grandfather took it the hardest. For all his achievements, in the end, he considered himself a failure. I still believe in your family's legacy, despite everything. If you could, if you would be persuaded, please come back. I believe together we can return this homestead to the height of its glory days. Yours faithfully, Francis Kwan. Ja, da wollen wir doch mal loslegen. Ich finde das Intro immer noch episch. Ich habe es mittlerweile zum dritten Mal aufgenommen. Einmal auf der Handyversion, einmal auf der Playstation-Version und jetzt hier. Ich habe Löcher in der Schulter, muss ich die Haare drüber legen, dann sieht man sie nicht mehr. Ah, und es ist und bleibt einfach episch. Und ach, ich bin gespannt, wie das jetzt hier läuft. Und vor allen Dingen haben wir jetzt hier auch eine deutsche, also wir haben keinen deutschen Ton, aber wir haben einen deutschen Text, wie auch am Handy. Auf der Playstation gibt es das wirklich nur auf Englisch. Du bist hier. Ich bin froh, dass du meinen Brief beantwortet hast. Wir brauchen dringend deine Hilfe, um diesen Ort in seinen früheren Glanz erstrahlen zu lassen. Willkommen zu Hause. Wir werden einen Jockey von Weltklasse aus dir machen. Ja, dann bin ich doch erstmal wieder die Kadi. Aber das ist blöd. Katrin klingt hier... Ich finde, Kadi klingt hier irgendwie zu... Wollen wir meinen echten Namen nehmen? Ich finde, Kadi klingt hier irgendwie zu... Weiß ich nicht. Das ist nicht seriös genug. Was haben wir denn hier? Was nehmen wir denn hier mal für mich für einen Jockey? Das passt dann am ehesten. Ja, das würde ich gerne machen, dass man hier noch ein bisschen mehr ändern kann. Ich würde sagen, wir nehmen sie. Das passt jetzt auch nicht so richtig zu mir, aber gut. Was nehmen wir denn hier mal so für ein Outfit? Was nehmen wir denn hier mit Herzchen? Das wäre doch mal was. Das sind so diese klassischen... Ich muss ja ganz ehrlich sagen, der ein oder andere wird mich eventuell vierteilen. Das ist mir aber egal. Könnt ihr gerne machen. Ich schmecke sowieso nicht, bin ich mir ziemlich sicher. Ich würde ja gerne mal auf die Pferderennbahn. Weil ich sehe das Ganze gar nicht so kritisch wie viele andere. Es ist natürlich unterschiedlich, je nachdem, wo man sich auf der Welt befindet. In manchen Ländern ist es schon fortschrittlicher, da ist es nicht mehr so problematisch. Da wird schon mehr auf das Pferdewohl geachtet. In anderen Ländern ist es wirklich noch Käse. Aber gerade in Deutschland wird am Rennsport auch sehr, sehr viel getan. Die arbeiten sehr, sehr stark an ihrem Image. Und ich persönlich kenne auch selber Pferde, die früher auf der Rennbahn waren. Denn in einem Verein, wo ich geritten bin, war eine, die hat die Pferde von der Rennbahn aufgenommen und hat sie für therapeutisches Reiten ausgebildet. Und die waren allesamt, waren die total lieb und überhaupt nicht durch. Klar, da gibt es natürlich auch solche und solche. Aber ich bin jemand, ich sehe es immer sehr differenziert. Ich verteufel nicht, ich sehe es nicht zu krass in eine Richtung. Und das ist mir einfach wichtig. Das hatte ich jetzt in Star Stable auch schon gesagt. Und ich finde persönlich, dass an jedem Pferdesport was auszusetzen ist und dass auch etwas Positives zu sehen ist. Und auch in der Freizeitreiterei. Ich bin definitiv kein Gegner der Rennszene. Ich bin aber generell ein Gegner von Leuten, die nicht artgerecht mit den Tieren umgehen. Aber da gibt es an jeder Stelle solche und solche. So, gute Seidenjackenwahl, Katrin. Gehen wir zu den Ställen, um unsere Stallmanagerin Sophie zu treffen. Guten Tag, ich bin Sophie. Schön, dich zu treffen. Schön, dich endlich zu treffen. Legen wir gleich los und holen uns ein Pferd vom Markt. Dann wollen wir doch mal schauen, was wir jetzt zur Auswahl haben. Wähle ein Pferd. Oh, Sinister Rainbow.
Coole Farbe. Ja, ich habe ja die große Hoffnung, dass es hier mit dem Züchten auch besser wird als auf der PlayStation. Von daher können wir auch gerne nochmal das ganze Spiel durchspielen, auch wenn es so ziemlich das gleiche ist. Können wir gerne machen, wenn ihr Bock drauf habt. So, wie machen wir das denn? Beschleunigung ist ganz cool hier bei Feeling Flame. Ihre Farbe ist natürlich auch mega cool. Ich glaube, ich bin aber dann eher bei der Auswahl für Feeling Flame. Ich bin aber jemand, ich mag den Topspeed und ich mag die Beschleunigung. Sprintenergie ist mir nicht ganz so wichtig vom Gefühl her. Das muss aber, finde ich, jeder für sich selber bestimmen und für sich selber wissen, was er gerne für ein Pferd reitet. Ob ein Pferd, was gerne von vorn geht, ob ein Pferd, was gerne von hinten geht, was gerne im Feld läuft. Das, finde ich, muss man hier so ein bisschen für sich selber auch rausfinden. Feeling Flame ist ein wahres Prachtstück. Okay, bis später, Francis hat ein weiteres Ziel für dich. Was das denn für ein Furzgeräusch? Ja gut. So. oh, ich habe dich gerade gesucht. Auf der Rennbahn vor Ort findet ein Rennen statt, an dem wir teilnehmen sollten. Da kannst du zeigen, was du drauf hast. Nimm an einem Rennen teil. Wir bekommen 3 Getreide dafür. Irgendwie hat das Spiel ein Furzproblem. So, und dann machen wir das doch direkt hier mit Feeling Flame am Rennen teilnehmen. Oh ja, Ausrüstung. Vor einem Rennen solltest du dir die Vorlieben deines Pferdes ansehen. Sie läuft am liebsten auf einer Distanz von 1000 Meter auf einem festen Geläuf und in der Mitte. Alles klar. Wir sind momentan von den Wetten her nicht so super mega gut aufgestellt, aber das macht ja nichts. Ja, das weiß ich doch. So. Ach ja, hier. Feeling Flame bevorzugt die Pack-Position Mitte, was bedeutet, dass es am liebsten mitten im Pack läuft, also im Feld. Gehen wir zurück und reiten ein Rennen. Das war schon alles gut. So, auswählen und Rennen starten. Jetzt bin ich doch mal gespannt, wie wir es hinbekommen. Jetzt wird uns erstmal eine Startbox zugelost. Und wir haben Startbox Nummer 3. Das ist eigentlich ganz gut, finde ich. Horses and jockeys ready for the off at Three Oaks. Impossible Tax, the favorite for this race. Oh mein Gott, was ist das denn für ein Hübschtier? Der Links, oh mein Gott, ist der schön. Ich habe das Gefühl, da gibt es nochmal andere Farbzusammenstellungen als auf der Playsy. So, ja, wir können mit den Pfeiltasten steuern. Wir können mit... Was geht denn mit euch falsch? Nutze einen Sprintabschnitt zum Erreichen deiner bevorzugten Position. Das ist dieser grüne Balken, den wir da haben. Auf Blitz warten und erneut sprinten ist der Rhythmus. So, jetzt gehen wir mal ran. Und wir halten uns schön in der Mitte. Und wenn wir in diesem Bereich sind, dann bauen wir nämlich schneller Sprintenergie auf. Das seht ihr dann da oben, dann leuchtet das so ein bisschen türkis da. Sprint schneller in bevorzugter Position auffüllen. Genau, da erklären sie es uns nochmal. Oh, und guck mal da, der Schecke, die Nummer 8, ist ja auch mega schick. Mega schick. Also ich glaube, wir spielen das Spiel nochmal durch. Oder was meint ihr? Habt ihr Bock? So. Und jetzt immer, wenn es aufblitzt, sprinten. Ich würde mal sagen, wir haben das Feld zernichtet. Oh, guck mal, cool, wir können das auch auf Facebook posten. Das geht also auch hier bei das Spiel. Und so bekommen wir Gold. Das ist ein Unterschied zum Handyspiel, ist aber wie in der PlayStation-Variante. Wir haben hier nur Gold. Wir haben nicht Silber und Gold als Special-Währung. Das haben wir hier nicht. So, Getreide, Sprintfutter und Geschwindigkeitsfutter fürs Training haben wir bekommen. Und eventuell, ja, genau, da hat sie auch schon Level-Up. Feeling Flame, Level-Ausstieg. So, alle Statistiken können jetzt durch Training auf Level 2 gebracht werden. Nice. Gute Arbeit. Mal sehen, was wir für das Erreichen dieses Ziels verdient haben. Ja, ihr Lieben, das werden wir dann aber erst morgen sehen. Ich nehme nämlich jetzt direkt noch eine weitere Folge auf. Bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen und dann macht's gut. Bis dahin. Tschüss.